Er verdient es, bestraft zu werden. He deserves to be punished. Er tat es gegen seinen Willen. He did it against his will. Er verdient nicht seinen Reichtum. He did not earn his wealth. Er macht seine Arbeit sorgfältig. He does his work carefully. Er muss nicht einmal sprechen. He does not always speak. Er erwartet, das Urlaub zu erhalten. He expects to obtain leave. Er vergisst seine alten Freunde. He forgets his old friends. Er hatte den ersten Preis gewonnen. He had won the first prize. Er hat eine Mühle in dieser Stadt. He has a mill in this town. Er hat eine große Familie verlassen. He has left a large family. Er hat wenig Intelligenz. He has little intelligence. Er hat all sein Vermögen verloren. He has lost all his wealth. Er hat 12 Meilen ging. He has walked 12 miles. Er lud mich ein, ihn zu besuchen. He invited me to visit him. Er ist ein sehr gut aussehender Kerl. He is a very handsome chap. Er ist spielsüchtig. He is addicted to gambling. Er ist mit meinem Cousin verheiratet. He is married to my cousin. Er ist am Anfang nervös. He is nervous at the start. Er ist nicht ein Ehrenmann. He is not an honorable man. Er ist nicht stärker als ich. He is not stronger than me. Er ist langsam, aber er ist sicher. He is slow, but he is sure. Er wird im Pool schwimmen. He is swimming in the pool. Er machte ein Loch in der Wand. He made a hole in the wall. Er machte sein Geld durch den Handel. He made his money by trade. Er muss bringen mir den Schlüssel. He must bring me the key. Er tritt freundliche Aktionen. He performs kindly actions. Er spielt täglich Videospiele. He plays video games daily. Er rannte so schnell er konnte. He ran as fast as he could. Er sagte, wir sind alle Sünder. He said we are all sinners. Er sprach, wie ist dein Vater? He said, how's your father? Er stellte sich eine harte Aufgabe. He set himself a hard task. Er scheute sie einige Mühe. He spared her some trouble. Er spricht wie einer, der weiß. He speaks as one who knows. Es gelang ihm, in seinem Objekt. He succeeded in his object. Er sichert in der Regel seine Wetten. He usually hedges his bets. Er war ein notorischer Einbrecher.
He was a notorious burglar. Er war nicht über die Straße. He was not across the road. Er saß neben ihr. He was sitting next to her. Er wiegt über 9 Stein. He weighs above 9 stone. Er ging zu einem Spaziergang einen Tag. He went for a walk one day. Er wird bereits gesprochen haben. He will have been speaking. Er arbeitet hart für ein Leben. He works hard for a living. Er deshalb verließ die Schule. He, therefore, left school. Er wird Ihnen jeden Moment anrufen. He'll phone you any moment. Er ist viel jünger als sie. He's much younger than her. Er zum Haus zurückkehrte. He's returned to the house. Hier sind einige reife Mangos. Here are some ripe mangoes. Sein Vater wollte zu sprechen. His father wished to speak. Ehrlichkeit währt am längsten. Honesty is the best policy. Wie finden Sie den Kurs? How do you find the course? Wie gefällt Ihnen diese Stelle? How do you like this place? Wie früh kam er dorthin? How early did he get there? Wie gut ist er auf Schwimmen? How good is he at swimming? Wie ist dein Bruder? Tag? How is your brother too? Day? Wie hat er besucht die Party? How did he attend the party? Ich bin froh, dass es Ihnen gefällt. I am glad that you like it. Ich komme nie zu spät zur Schule. I am never late for school. Ich bin auf dem Weg zur Bank. I am on my way to the bank. Ich glaube an seine Unschuld. I believe in his innocence. Ich kann dieses Spiel leicht gewinnen. I can win this game easily.